So, Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Freunde, ihr wisst ja gestern, was vor Helgoland passiert ist. Da sollen ja zwei Containerschiffe oder die Fracht halt haben kollidiert sein. Jetzt ist natürlich die Sache, wie ihr auch auf diesem Foto sieht, von der BBC eben halt, dass ja jetzt berichtet worden ist, halt, dass die Suchmannschaften halt suchen mit Hubschrauber und natürlich zu Wasser. Aber es macht natürlich, wenn es halt nur Bergungsarbeiten sind und die sechs Personen, die vermisst worden sind, verstorben sind, was wir natürlich nicht wissen und nicht hoffen. Aber die Tendenz, sage ich mal ganz ehrlich, Leute, würde ich sagen, geht halt in die Richtung hin. Das müssen wir ganz, ganz klar festhalten. Und es ist natürlich jetzt auch noch eine Sache, muss ich euch ganz ehrlich sagen, was mich natürlich jetzt so ein bisschen beunruhigt ist. Okay, wie kann das denn zu sowas passieren? Hier seht ihr nochmal die Karte auch, wo das Schiff nämlich, die Verity nämlich losgefahren ist. Es ist auch nicht lange gewesen, muss man definitiv sagen. Und der Punkt, den ihr hier seht auf die Zeichnung, ist das, wo es halt gekracht hat. Da muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, ob die Sand oder irgendwas füllen, aber ich denke mal, in der Richtung ist das was. Okay, gut. Jetzt ist man natürlich dabei und versucht irgendwie, ob man noch was findet, definitiv. Aber wir müssen uns natürlich auch mit den, ja genau, das sind diese Schiffe nochmal, die eben halt sieht, die beladen sind, halt dann mit gewissen Gütern. Die Frage natürlich, die jetzt uns natürlich auch nochmal ranschwebt, ist natürlich, okay, wenn diese Wellen so krass sind, ob man natürlich noch welche findet. Da ist eben Helgoland. Von Helgoland war das halt nicht so weit weg, was ihr natürlich da auch sieht, dass es halt so da ungefähr halt stattgefunden hat. Gut, wir hoffen natürlich, dass die vielleicht doch gefunden werden, etc. Und natürlich, dass da halt nicht irgendwelche Öle oder irgendwas halt ausläuft, weil das wäre natürlich sehr, sehr fatal, auch natürlich für die Natur da, die es liebt und natürlich auch für die Inseln, die hier vorne natürlich auch sind. Definitiv. Also, Freunde, das waren die kurzen News dazu. Wenn du diesen Kanal nicht abonniert hast, dann solltest du jetzt tun. Wir sehen uns wieder. Ich freue mich. Bis dann. Alles Gute und